Lampukis dank Gaming ist hier. Wir sind zurück bei Uncharted 2 Among Thieves Kapitel 17. Bergsteigen steht heute auf dem Programm. Freunde, wir wurden von unserem edlen Retter Tenzin durch sein Gebirgsdorf geführt und jetzt stehen wir hier direkt irgendwo mitten im Himalaya. Keine Ahnung, wo wir genau sind. Ja, wir werden ihm einfach mal folgen, mal schauen, was er mit uns vorhat. Der gute Mann. Er spricht ja nur Tibetisch. Und da verstehen wir nicht ganz so viel. Auf jeden Fall scheint es arschkalt zu sein, Freunde. Aha, die Pentosarta. Oh Mann, da kommen wir ja niemals rüber. Okay, was hat er jetzt hier vor mit dem Seil? Was? Wahrscheinlich rüberschwingen irgendwie. Dann viel Glück, Kumpel. Das klappt nie. Wow, du hast es geschafft. Gut. Na, wie schlecht. Da oben ist sogar schon eine schöne Verankerung, wo man das Seil einfach nur reinwerfen muss. Nicht schlecht. So. Wunderbar. Das hat geklappt. Hoffentlich weißt du, wo du hingehst. Das hoffe ich doch auch. Das war knapp, Freunde. Da kommt schon Nate. Geht da runter. Mal gespannt, was uns hier alles erwartet. Eisbären und keine Ahnung, was im Himalaya so lebt. Das geht, okay. Genau, das habe ich auch gedacht. Oh Mann. Oh je, der gute Mann muss sich hier sehr gut auskennen, offenbar. Okay, wir folgen ihm einfach mal lautlos. Oha, hier geht's nochmal ab. Da kommen wir so irgendwie runter. Das müsste so gehen, oder? Wir gehen einfach mal hier runter. Lassen den mal da oben hocken. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwas finden. Oha. Anscheinend sind wir auf dem richtigen Weg. Aber hier ist nichts. Das kann Schäfer nicht gemeint haben. Da lang, klar. Die Dinger beißen, weißt du? Okay, wir folgen ihm einfach mal wieder. Der hat wahrscheinlich wieder mal irgendeinen genialen Plan, wie wir uns rüberschwingen können. Einer vorgefertigten... Ah, da oben irgendwo wahrscheinlich. Ah ja, da oben ist so und da sieht man schon. Wunderbar. Haben wir diesen Wölfen oder was, dass denn hier nicht irgendwie in die Quere kommen? Habe ich eigentlich gar kein Problem damit, hier ein bisschen Berg zu steigen. Oha. Das sind immer so Passagen, die hasse ich bei den Spielen immer, weil da springe ich mal immer generell daneben. Oder schaffe einfach nicht, das Seil zu packen und dann geht es erstmal eine Weile in den Tod. So, komm schon, hier darf nichts abstürzen oder abbrechen jetzt, ey, sonst sind wir geliefert. Das sind Schneeschuhe, keine Laufschuhe. Halleluja, Junge, was hat der mit uns vor, du? Wow. Junge, Junge, Junge. Noch mehr Wölfe. Oh, klasse. Hey, Show! Was hast du gefunden? Nur die Schäfer, die nie ihm attache. Boah, so wie das aussieht, ey, das bricht doch bestimmt gleich runter. Der Chintamani-Stein. Das muss einer von Schäfers Männern sein. Na bitte, wusste ich's doch. War so klar. Okay, was jetzt, Freunde? Plan B? Was müssen wir tun? Müssen wir einen anderen Weg finden? Schauen wir mal, da oben ist eine Leiter. Tenzin, los! Tenzin, los! Also okay, ich helfe dir hoch. Was? Ja, ja, bin da. Ja, ich kann leider immer noch nicht. Versteht A nicht, was B will. Na gut, dann steht er sich eben hin und wir gehen hoch. Machen wir eben so. So, Freunde, wir brauchen jetzt irgendwie ein Seil oder irgendwas, das wir hier finden. Alter, wo müssen wir hier hin? Ah, hier an der Seite lang. Genau. Wunderbar. So. Frage ist nur, wie bringen wir denn den Tenzin hier auf die andere Seite? Das wird noch eine spannende Frage sein. Schauen wir erstmal.
wo es hier weitergeht. Ah, hier noch ein paar Seile. Optimopti. Hoch hier. Jawohl. Okay, jetzt ist die Frage, müssen wir... Wir versuchen es einfach mal unser Glück hier rüber. Boah, das war so knapp, ey. Kann man hier stehen oder irgendwie... Hier geht's nach unten, aber jetzt geht's... Oh, ah doch, das geht. Boah, es ist so schwierig. Man sieht kaum, wo man hier hinstehen kann und wo nicht. Von hier ist ein Seil. Der kann sie nicht packen, doch jetzt. Komm schon, ich fang dich. Alter, was ist das, ey? 20 Meter Abhang? Okay. Wahnsinn. Bitte schön, du schuldest mir was. Okay, nur Tenzin kann mit Seilen umgehen. Da oben, oder? Yep. Klassischer Fall, wir schwingen wieder hier rüber. Oh, immer schön das Seil erwischen. Und tot. Ew. Das war so klar. Ah, Freunde, das war dumm. Okay, jetzt müssen wir mal schauen. Wir müssen das Seil erwischen und jetzt müssen wir uns erstmal ein bisschen weiter hier. Ja, ja, mal ganz ruhig hier. Ich will mich hier eigentlich mal ein bisschen. Ein bisschen nach unten. Nee, es geht nicht. Okay, dann müssen wir schwingen, Freunde, schwingen. Schwingen, was das Zeug hält. Okay, jetzt aber. Boah, das war knapp, ey. Okay, jetzt steht's wohl 1:1. Okay, wir sind quitt. Ketje, Masso, Maye. Boah, bei der Eiseskälte, ey. Meine Finger werden schon lange abgefroren. Verrückt, wo der uns hinführt. Verdammt, was war das? Komm, wir gehen einfach mal vor. Wir haben eh keine andere Wahl, umdrehen geht ja nicht mehr. Oha, wieder so ein Irrgarten hier. Okay, er hat den kurzen Weg genommen. Ich nehme lieber mal den sicheren außenrum. Oh. Was ist das? Die Wölfe sind tot. Ach du Scheiße. Ja, komm schon. Tenzin, wir müssen weiter. Ja, ich glaube, er erzählt uns doch irgendwas, aber wir verstehen ja einfach kein Wort. Das ist halt natürlich nicht so gut. Wo müssen wir denn hier hin jetzt? Hier runter? Ja, sterben wir, oder? Hier hinten weiter, hier sehen wir ja gar nichts mehr. Oh. Okay, doch, wir sind auf jeden Fall hier richtig. Hopp, wunderbar. Boah, Alter, was ist das denn, ey? Wie einen schlechten Horrorfilm. Ach du Scheiße, Mann. Okay, jetzt ist es weg wieder. Okay, gut, warte hier. Boah, haben wir kurz erschrocken jetzt aber. Alter Schwede. Okay. Wir gehen einfach mal hier direkt runter. Sieht man, glaube ich, schon, wo wir lang müssen. Auf jeden Fall müssen wir irgendwie hier hoch. Da hier rüber auf jeden Fall mal. Da müssen wir mal gucken jetzt. Da runter geht es auf gar keinen Fall. Hier hoch. Ne. Mal abchecken, wie wir da hochkommen jetzt. Das ist eine gute Frage. Bin schon wieder richtig raus aus dem Spiel. Das schon eine ganze Weile nicht mehr gezockt. Eine Waffe haben wir keine. Wir müssen irgendwo hier hoch, Freunde. Schauen wir mal, hier muss doch irgendwo so was geben, wo wir uns festhalten können, dass wir hochklettern können irgendwie. Ne. Tenzin steht immer noch da oben. Da kommen wir jetzt aber auch nicht mehr hoch, natürlich, ja. Das war ja klar. Ah, hier hinten geht's weiter. Okay. Bisschen versteckt. Jo, da sind wir jetzt, glaub, wow. Okay, ob wir da richtig sind, das ist immer die Frage. Oha. Okay, was haben wir uns jetzt hier angetan? Oh, fuck, das Wasser, ey. Wir gehen mal
Ist eigentlich egal, wo wir lang gehen, ob oben oder unten. Müsste eigentlich egal sein. Gucken wir mal. Oh, nee, da geht's nicht weiter, oder? Oh, nee, da sterben wir, ey. Obwohl doch hier außen. Nee. Oh, ein Schatz, okay. Den nehmen wir mal doch mit. Aber das war nicht das Ziel unserer Reise. Wir müssen irgendwie da hoch. Dann müssen wir doch hier vorne hoch. Hier irgendwo geht's da schon. Ja, wunderbar. So, müssen wir hier irgendwie... Irgendwie da hoch. Ne. Oh, Freunde, ich komme gerade nicht klar, wo ich hin muss. Wir müssen irgendwie da hoch. Hier sieht man aber auch nicht, wo man klettern kann oder irgendwas. Das ist echt richtig krass. Da hoch. Eine Waffe oder irgendwas haben wir halt natürlich auch nicht. Das heißt, wir kommen da nicht mehr durch. Oder doch? Nee, hier ist ja zu alles. Das geht nicht mehr. So, Freunde, wir müssen hier den Weg auf jeden Fall finden. Komm gerade nicht klar, wo der Weg ist. Schlecht. Sehr, sehr schlecht. Wir müssen da hoch irgendwie. Wie kommen wir da hoch? Ist hier kein Seil oder sowas? Oh, genau hier. Das ist aber sehr eine sehr unscheinbare Stelle, Freunde. Wahnsinn. Da kann man sich aber auch schön zu Tode suchen. Boah, nicht runterfallen. Ja, wunderbar. Wir müssen hier rüber. Zack. Und jetzt... Boah, die Leiter. Ah, wir lassen uns einfach mal hier runterfallen. Da passiert schon nichts. Knarre nehmen wir mit. Brauchen wir garantiert. Jo. Halt, R1 nachladen, natürlich. Ach du Kacke, Mann, was ist das denn, ey? Oh, fuck, Mann. Wahrscheinlich reicht diese Spielzeugpistole für dieses Viech nicht mal aus. Oh, fuck, der rastet immer noch. Komm schon. Oh, Hälfte der Schüsse gehen halt auch daneben. Ich glaube, der ist tot, oder? Nee. Oh, Kacke. Was muss ich tun? Ja, in die Birne schießen, Junge. Komm, wow, fuck, der macht uns sofort tot, ey. Alter Schwede. Ist er jetzt tot, endlich? Wow, verreck doch mal jetzt, ey. Was ist das denn für ein scheiß hartnäckiges Viech? Ne, immer noch nicht? Freunde, wir haben zum Glück unendlich Munition. Okay, baller, 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 komm schon. Oh, Knarre ist weg, scheiße, Mann. Oh, fuck, der schlägt uns tot. Nee, oh, Tenzin kommt. Boah. Alter Schwede, was ist das für ein scheiß Viech, ey? Ha, ich glaube, das war geskriptet. Wir konnten das gar nicht töten. Huh. Alter Falter. Verdammt, was war das? Mir lauft sogar. Wie er ganz cool wegläuft. Oh Mann, ey. Haben wir die Knarre wenigstens? Ja, die haben wir noch. Okay, was nun? Müssen wir jetzt... Okay, bei ihm waren wir schon. Wir müssen jetzt hier hoch wahrscheinlich. Komm, ich helfe dir hoch. Meine Güte, ey. Da schlendert man ewig durch die... Wie soll ich jetzt hochkommen? Ewig durch die Welt und da passiert nichts. Und dann kommt hier so ein Viech. Boah, Wahnsinn, ey. Okay, wir kommen hier mit dieser Kiste hoch. Optimal. Oh. Oh, lebensmüde, was wir hier tun. Ja, das... Oh Gott, ach, Freunde, ey. Na gut, ohne diese waghalsigen Sprünge in den Tod wäre die Folge ja auch langweilig. Geben wir doch mal ehrlich zu. Okay, komm schon, wir müssen nochmal hoch und dann müssen wir auf jeden Fall warten, bis der Tenzin dann mal aus dem Weg ist, bevor wir da rüberspringen. Das hat wohl so keinen Wert. So, wir müssen so warten, bis die Kiste da ist, natürlich. Mr. Ungeduld. Okay, wir gehen hier direkt hoch. So. Lassen wir den guten Mann mal vor. Warten, bis er drüben ist. Wahrscheinlich muss er uns wieder fangen oder sowas. Ne, wir schaffen es so rüber. Wunderbar. Hier gibt es nochmal Munition für die Pistole. Weg hier.
Typen sind gestorben wie die Fliegen. Oh Mann, ey, wo in Gottes Namen gehen wir hier hin, ey? Schatz? Wunderbar, falsche Richtung aber wahrscheinlich. Wir müssen, wo müssen wir hin? Wo steht der Typ? Hier steht er immer noch, wo müssen wir hin? Oh, wir müssen da hoch, oder? Ah, ja. Clever, clever. So, diesmal nehmen wir uns eine Minute Zeit und schwingen hier in Ruhe rüber. So, komm schon. Upp. Optimal, das hat geklappt. So, jetzt dürfte der Weg doch eigentlich endlich mal klar sein hier. Wo zum Teufel gehen wir hin? Okay. Okay, einmal außen rum noch. Noch mehr so Stufen hier. Oha, was? Wow, was ist das denn hier? So ein Mega-Tempel. Kapitel 18, Herz aus Eis. Wahnsinn. Was für ein krasser Weg wir jetzt hier genommen haben. Puh, eigentlich war es ein ganz ruhiges Kapitel, wenn dieses verdammte Viech nicht gewesen wäre und diese Sprunganlagen, die wir hinlegen mussten, die einige Male natürlich in einem Suizid geendet sind. Naja, meine lieben Freunde, wenn euch die Folge trotz allem gefallen hat, lasst mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin, ciao und bloß kein Stress.